Willkommen bei Mundau. Frisch released. Ihr seht schon den Grafikstil, das ist alles handgezeichnet. Wir sind jemand, der erfahren hat, dass sein Opa gestorben ist und deswegen reist er zurück nach Mundau, der namensgebende Ort in den Alpen. Ist ein Horrorgame. Und wir starten direkt rein. Ich finde den Grafikstil schon mal sehr cool. Es ist alles handgezeichnet. Und eben in diesem Schwarz-Weiß, Sepia. Okay, wir haben hier. Lieber Kurdin. Ja? Okay, viele Jahre sind vergangen, seit du hier oben warst. Es betrübt mich, dass ich schlechte Nachrichten für dich habe. Wie? Es gab einen Brand in der Scheune deines Liebens, Großvaters Flurim. Wenn du diese Zeilen liest, ist er längst beerdigt. Es ist nicht nötig, dass du die lange Reise hier herauf unternimmst. Sei versichert, dass Flurim dich sehr liebte und auf dich stolz war. Unterzeichnet Pfarrer Jeremias, Gemeinde Mundaun. Okay, wir haben also ein Journal. Jeremias. Sieht schon auf jeden Fall interessant aus. Ist etwas seltsam an dem Brief von Jeremias. Man darf hier keine Pfeife rauchen. Ich muss mit eigenen Augen sehen, was geschehen ist. Abgebrannte Scheune. Okay, hier, abgebrannte Scheune untersuchen. Aber wie komme ich da? Ah, mit E. Das ist der Großpapa. Was ist mit dir passiert? Okay, so kann ich's. So kann ich also umblättern, okay. Da ist jemand, da oben. Großvaters alter Militärrucksack. Er gab ihn mir, als ich ein kleiner Junge war und wir zusammen Soldaten spielten. Ach, da oben. Okay, die Musik ist schon mal sehr cool. Fährt der Bus. Und die Wolkendecke steigt. Erster Tag. Ich habe vergessen, wie der Nebel diese Welt von der unteren trennt. Ja, das ist cool. Großpapas Scheune ist, war am Ende dieses Pfades. Okay, also wir können laufen. Hier ist ein lustiges Postsymbol. Das ist der Weg zum Postauto. Aber ich bin noch nicht bereit, Mundau zu verlassen. Na gut. Wir können ducken, wir können rennen, springen nicht. Mundau ist bereits schneebedeckt. Außer den schwarzen Zwillingsgipfeln. Auf denen liegt nie Schnee. Ja, das ist wohl. Großpapas Scheune, völlig ausgebrannt. Hallo Ziege. Hallo du. Aber wir können sie streicheln. Nett. Okay. Das ist die abgebrannte Scheune. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden, wenn mein Schullatein mich nicht täuscht. Ah, hier, die Karte, okay. Sind das Pferde? Ich glaube. Da ist doch quasi jemand drin.
Also da saß ja jemand verbrannt auf dem Stuhl. Aber wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall doch ein Müh lauter machen. Musik runter, das bisschen. Qui Roaus en Pasch. Se os vale il bo di tutto fatti So. con me un letin de scuola. Und da sind wir wieder in der Scheune. Und hier sitzt doch eine verbrannte Leiche quasi. Aber noch kommen wir da nicht hin. Il mondeo ne giacco con exer. Cinquels ai mai naif. Okay. Das ist cool. Jemand schreit Hilfe. Folgen. Komm mal rein, es ist gemütlich und warm hier. Wer sind Sie? Sagen wir, ein alter Freund deines Großvaters. Also jetzt schenke ich dir was, damit du dich an mich erinnerst. Ein Mann ist nur so gut wie sein Handschlag. Okay, die Hand sieht interessant aus. Wir sind jetzt hier drin. Mein Gott, bist du das, Großpapa? Er muss gemerkt haben, dass er eingeschlossen ist. Sitzt einfach da und wartet auf das Feuer. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Scheune herausbekommen. Geliebte Pfeife. Behalte sie zum Anlegen. Okay, jetzt haben wir eine Pfeife. Tabak für die Pfeife finden, optional. Okay, wir haben da ein Bild gefunden, scheinbar. Ein altes Foto von mir als Kind mit Großpapa. Es sah so gerne Movie und tat, als fahre ich damit. Die Rückseite ist eine Skizze. Hm. Eins und zwei. Okay. Ja, wenn ihr dann fliehen, wie per romper quella maledizione. Wir werden den Weg finden, den Fluch zu brechen. Was für ein Fluch? Okay, das ist cool. Ich kann hier quasi. Genau, was hat Jeremias denn begraben? Weil es hieß ja, er hat irgendwas begraben. Aber sehr cool, wie sich hier jetzt die. Kann ich da jetzt hier auch irgendwas machen damit? Nee. Bist du? Ein Teil von der Scheune wahrscheinlich. Ein
Jetzt schauen wir mal, auf dem Bild ist jetzt das Gemälde brennende Scheune. Ich muss es finden und seinen Schöpfer. Okay, auf jeden Fall war hier gerade ein Wegweiser. Quella via meine alla casa della Aber der Grafikstil ist schon ziemlich cool. Munde auf. Aussichtsplattform oder so. Lass uns da mal hingehen, dann haben wir einen kleinen Überblick zumindest. Okay, da können wir uns hinhocken. Ja, schön. Okay, von hier oben hat es jetzt wohl gemalt. Aber in Paradiso ist er scrive che molta scuola speranza da venissi su da pli sogno viaggiare okay, ist ganz cool, weil eben was für Geräusche. Es ist ganz cool, weil er eben hier ist eine Höhle. Mein alter Unterschlupf. Okay. Ich habe Streichhölzer gefunden. Ich kann hier jetzt. Ja, was sie meinen, sie schier, sei ja auch schare Viverenz. Okay. Oh. Hey. Was zum... Okay. Schauen wir mal, ob das gleiche nochmal passiert. Nee, jetzt nicht mehr. Aber ich finde jetzt hier auch nicht mehr weiter was. Also wir haben auf jeden Fall Streichhölzer gefunden. Habe ich eigentlich ein Inventar? Ja, ich habe ein Inventar. Okay, wir haben noch zwei Streichhölzer. Oh, das ist einfach nur eins und zwei, nee. Zwei Streichhölzer und die Pfeife. Jo. Da hinten ist der Friedhof, glaube ich. Da war so ein großes Kreuz. Hier ist ein gruseliges Maskenbild. Bist du? Bist du? Stift? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Leider sagt er mir auch nichts. Aber wir haben es jetzt mal aufgenommen. Schauen wir mal, was es ist. Hier geht es auf jeden Fall. Also das Ding hat auf jeden Fall eben einen Keller. Schauen wir mal, ob man da irgendwie... Habe ich jetzt eins verbraucht von diesen? Ja, ich habe jetzt einen Strauchhalm verbraucht. Okay, krass. Österreich Mundown. Markencafé. Kaffee macht müde Männer mutig. Ja, kann ich da jetzt... Ja, das... War wohl nicht so schlau. okay, ich dachte vielleicht durch diesen Handfluch, den wir da haben, dass wir feuerresistent sind vielleicht. Haben wir jetzt... Nein, wir haben wir noch alles im Inventar auch? Nee, haben wir nicht. Aber die Pfeife haben wir.
Okay. Ups. Wir wissen ja jetzt schon den Weg. Gehen halt sie auf jeden Fall trotzdem wieder zuerst zum Unterschlupf. Ja, genau, ich schneide das. Jo. Wunderbar. Meu zop ve di durant il temps che ho tirtat sente la morte di me. E a passanta si il manzo scie sai a usare a vivere. Also, wir sind jetzt wieder in der Scheune, wo wir gerade eben mit Feuer gestorben sind und wir brauchen hier einen Schlüssel dafür. Ich zünde jetzt mal die Scheune nicht an. Kann man im Brunnen was machen? Ich weiß halt immer noch nicht, was das ist. Ja, ich muss noch mal das Schild hier anschauen. Okay, so. Wir gehen erstmal zu der Hütte da unten. Ich glaube, das ist die Hütte vom Großvater. Das ist vor Jahrhunderten gebaut wurde, ja. Und da oben ist die Kirche. Da werden wir dann auf jeden Fall als nächstes hingehen. Ein Glas. Okay, wir haben jetzt ein Fernglas, sehr cool. Da steht eine, auch mit einem Fernglas und zwei Ziegen. Warte mal, habe ich die jetzt? Ja, da ist der Friedhof, also direkt hier, ja, okay. Was macht ein verblasstes Foto von mir hier? Dieses Foto zeigt einen Fortschritt. Okay. Wir haben Licht. Das ist doch schön. Der Mumel fehlt auf dem Plakat. Was ist denn ein Mumel? Helper an der Arbeit. Das Haus. Das. Das ist ein Kerzenlicht im Schlafzimmerfenster. Okay. Holzscheit. Es ist ein Licht im Schlafzimmerfenster. Das könnte ein Hinweis sein. Das habe ich schon, mehr brauche ich nicht. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Sagst du mir auch was für einen? Nein, tust du mir nicht sagen. Okay. Wir können hier sogar richtig. Ich kann hier was platzieren. Ja, vielleicht eben eine Kerze, weil ja.
kannst das Spiel in Pendel und manuell speichern. Ah, das ist cool gemacht. Hat über diese Zeit geredet. Man kann hier überall ans Fenster irgendwas hinmachen. Was bist du denn? Ich kann jetzt nicht schlafen, okay. Ich will auch nicht schlafen, aber ist gut. Okay, die Stube. Wir haben Kaffee. Kaffee machen optimal. Okay, wir haben es. Durch das Essen stand, glaube ich, gerade irgendwas mit maximale Gesundheit dran. Noch mehr Streichhölzer, ich meine, das. Okay. Brauche jetzt scheinbar noch ein paar Dinge, um den Kaffee dann zu machen. Na, Boschia. Quai Babo. Ja, du hast den Primmetter. Also, die kann jetzt erst mit Wasser füllen, okay? Gehen wir mal hoch. Ist auf jeden Fall ein mega interessantes Spiel. Was? Okay, hier brauchen wir wohl ein Kreuz, so wie das ausschaut. Die ist verschlossen. Oh, das sieht überraschend modern und groß aus. Wie, das wird doch hier. Nein. Okay. Die Karte hier wird nicht kommentiert irgendwie. Dann lassen wir das mal auch. Okay, das ist wohl sein altes Zimmer. Ja, das hier aufgehängt, ja, das sieht so Blair Witch-mäßig aus, The Colony. Okay. Ist das jetzt fiktiv? Aber hier können wir auch wieder dann irgendwas hin tun. Da ist halt dann echt die Frage, was? Da ist auf jeden Fall eine Hütte. Was haben wir hier? Können wir uns hinhocken, aber irgendwas Neues gibt es in unserer Hütte. Ja, zu unserem Versteck. Ja gut, das kennen wir ja schon, das Versteck. Da waren wir ja schon. Okay, er hat ein paar Schilder geklaut. Schauen wir mal, bringt uns das jetzt hier irgendwas, dass der so reinzoomt? Ich sehe jetzt mal nichts. Das ist das, wo wir dann das Kreuz brauchen, der Raum, okay. Was für ein bizarres Schloss. Okay. Sieht so aus, als ob wir da irgendwas brauchen von Soldat. Ich habe doch hier so ein paar Soldatis, aber. Kann ich dich nicht mitnehmen? Nee. Na gut, dann verlassen wir mal die Hütte. Und begeben uns jetzt Richtung. Ist die da noch? Ja. Und begeben uns jetzt mal Richtung Friedhof.
Da wir ja laut Questlog das Grab besuchen sollen, weil eigentlich liegt seine Leiche ja noch in der Scheune, aber dieser Jeremiah, der Pfarrer, hat uns ja geschrieben, dass er ihn begraben hat. Na du da oben? Vor allem mit schwarzer Ziege, ist das die schwarze Ziege von uns? Hier war irgendwas. Ist da jemand drin? Das sieht doch so aus, als ob da jemand wäre. Kaplotte der Jeremias. Okay, hier ist die Kapelle. Malst du wieder irgendwas? Ja. Das finde ich ganz cool gelöst als Karte. Hallo Bobetta, wie alles gaure saß? Schön Geißen hast du. Sie wirft einen Papierflieger. Das ist bestimmt wichtig. Wo landest du jetzt? Gegenstände können im Inventar benutzt werden. La bubetta ha tremes in Das kleine Mädchen hat deserto. mir eine Zeichnung geschickt. Si calcula un brive della Etwas mit dem Schatten caplotta. der Kapelle. La bubetta si calcula un brive della caplotta. Okay. Danke. Risposta. Keine Antwort, ja. Habe ich gemerkt. Okay, hier macht mal keiner auf. Sieht aus wie ein Gesicht. Ich vertraue der ganzen Sache ja noch nicht hier. L'ombrive del cluce della Zeigt auf diesen caplotta Felsen, muossa ja. exactama in cinque gradi. Okay, wir haben einen Schlüssel Indizio gefunden. Jeremias. In Kreuzform. Parascos Jeremias Vesserau il sentiero. Ach, ist das der gleich? Ja. Okay. Das könnte eigentlich Science sein. Das war doch dieses. F e C. Ja. Florin Caminada. Lurin Questo essere Caminada. la fossa Okay. datat. U e C. Ursimua Caminada. Das Grab La ist fossa e fit leer. uras de discorrer cum plebon Jeremias. Okay. Ich habe ja schon jetzt irgendwie erwartet, dass noch irgendwo MZ und RZ. Hier. Wohin gehst du denn dann? Kannst da. Okay, sieht spaßig aus, das will ich auch fahren. Okay, auf jeden Fall die Glocke läutet. Das ist doch ein Zeichen, dass der Jeremias vielleicht da ist. Hallo. Hey, Jeremias, Euder. Du siehst gruselig aus. Die ganze Kirche sieht gruselig aus. Was? Da ist er wieder. Wieder du. Ich bin überall. Danke, dass du mich hier reingelassen hast.
Kürzlich habe ich ein paar Leuten in Troja einen ähnlichen Trick beigebracht. Okay. Interessant wurde es. Oh. Was machst du hier? Hast du meinen Brief bekommen? Ja. Guten Tag, Herr Pfarrer. Der Herr sei mit dir, mein Sohn. Ihr Brief. Ich habe Ihren Brief bekommen, Jeremias. Sie schrieben, Großvater sei tot, tot und begraben. Ein Feuer in der Scheune, sehr tragisch. Das Heu muss Feuer gefangen haben. Dein Großpapa und seine geliebte Pfeife. Er muss eingedöst sein. Vernagelte Fenster. Warum sind die Bretter mit Fenstern vernagelt? Was? Ach so, das hier wahrscheinlich. Ja, sieh nun, ja. Falls ein Sturm kommt, ich habe was im Radio gehört. Die Holzpisse, das sind die Initialen meines Vaters, FC. Lurin. Eine Kerze, die Taufkerze. Stell sie aufs Fenster, Sims. Okay, sind nicht rangekommen, der Ort ist verflucht. Okay, wir haben jetzt die Kerze. Und ich soll dort jetzt übernachten. Als dunkel wird auch. Kerze auf Fenstersims stellen, okay. Kann mich verlangsamen und lähmen. Kriegt das Ding hier jetzt mit der einen Überbraben? Überall jetzt so. Hier ist nichts, ne? Nee. Okay, hier ist auch so ein Teil. Loslassen zum Stechen, okay. Oh, aber wo soll ich denn schlafen? Kerze auf Fenstersims stellen. Und dann würde ich das ja jetzt eher in dem Zimmer machen, wo ich schlafe. Und zwar, wo schlafe ich denn? In dem hier schlafe ich, oder? Ja. Na gut.
Schwierigkeit der Gegnerbegegnung. Also hätte ich den jetzt irgendwie angreifen können? Das ist ne. Ja, sperr, dass wir die Daten dem Flach aus. Ja, wow. Diese Heumonster. Eine Werkhechel. Hat sie sich immer auf die Brust gelegt vor dem Einschlafen, um böse Geister zu vertreiben, okay? Okay. Wunderbar. Damit haben wir den ersten Tag hinter uns. Sollte jetzt gleich eigentlich Tag 2 hier erscheinen, ne? Joa, und die Kerze ist durch, ne? Es regnet wie Sau. Dementsprechend schauen wir uns jetzt weiter in dem Ort um. Und beenden auf jeden Fall die erste Folge jetzt von Mundau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bleibt dran, wie es hier wohl weitergeht in diesem sehr coolen Grafikstil und in dem neuen Horrorgame. Vielen Dank fürs Zuschauen.